Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion Deal 2 im Ranglistenmodus. Da oben ist schon eine Burg am Start. Da machen wir mit. Welcome to Nova. Okay, starke Tanks, wenig Schaden. So wie das aussieht. Nehme den DAX raus, ich nehme die Elementare mit. Magischer Schaden ist nicht so top. Da habe ich gar nichts, außer die Gargoyles. Schwierig. Aber damit müssen wir leben. Wir machen. Den Green Devil Start. Green Devil Start. Weil ich schon früh magischen Schaden irgendwie aufwerten muss. Wenn ich zurechtkomme. Just tell me when you want to attack, like two rounds before. Okay. Double Crab Lords. Okay, wir sollten auf Stichwaves gehen, die nicht gerade magischen Schaden, also natürliche Verteidigung haben. Macht am meisten Sinn oder auf Magic Waves. Das heißt, die ersten erstmal nicht. Na, wird knapp. Oh, den einen habe ich nicht geschafft. So, wir bauen gleich einen Split mit auf. Und ein Elementar davor. Koppelkopter. Nur 20 geschickt. Seltsam. Durchaus seltsam. Kein Problem, das halte ich. Noch Elementar. Lass mich mal gucken. Die haben Fähigkeitsschaden. Wichtig zu wissen, weil die lila Elementare verstärken den Fähigkeitsschaden um 20%. Und wenn die Fähigkeitsschaden machen, sind die fetter. Gut zu wissen, oder? Funktioniert auch gut bei Pyros. I will warn you.
schicken die Blut rein. Im besten Fall noch eine Echse. Hexe krieg ich noch raus, sehr gut. Die machen wir mit rein. Ich glaube, die 20 waren nur wegen Gold. Um Gold zu kriegen. Es kann sein, dass die auf 6 Megafeld schicken. Vermute ich, nehme ich mal. Früher war das eine beliebte Taktik, alles aufzusammeln, auf 6 zu schicken, Game zu Ende. Das heißt, ich muss den Growl platzieren. Das ist für nächste Wave gut. Crabloads, ich spawn einfach zu schnell ihre neuen kleinen Scheißviecher. Ich mache lieber die King-Aufwertung. Weil ich glaube, dass jetzt wirklich fett geschickt wird. Ich habe jetzt nur einmal 20 gekriegt. Ja. Okay, ich habe an sich habe ich mehr erwartet, aber 120 ist halt auch schon stark. Kann man nichts dagegen sagen. Ja. Deswegen war die Aufwertung sehr wichtig. Das kostet eine Aufwertung 100. Habe ich zu wenig gespielt? Weiß ich nicht. I will maul you. So, 10 wird gut. Ja, die 10, das ist auf jeden Fall wichtig. Die Krabben kacken ab, weil die verstärkte Verteidigung haben. Macht der Grand Daddy sie tot. Er hat auch keine Verteidigung gegen die. Ja, wir können hier noch was platzieren, das ist okay. Ich werde jetzt noch sammeln. Bis zur 10. Weil unterschätzt das mal nicht, wie viel die Crablords bringen. Die sind mega fett.
So, er wird wahrscheinlich. Auf Fast des Todes hat er. Entweder macht er die groß oder nutzt es einfach zum Healing. Das kann auch sein. Das werden wir bald rausfinden. Ich mach das so. So machen wir das. Ganz viele Goblin-Copter. Das sind 240. Wir müssen mal hier rüben gucken. Er will jetzt einen Starcrawler bauen. Mann, die sieht man wirklich immer. Die Crap-Pimmel. Die Leute spielen extra Double-Login, damit sie den Crap-Pimmel nehmen können. Das ist verrückt. So ein bisschen magischen, also hauptsächlich, also ein bisschen magischen Schaden und Stich. Wir nehmen Mimik mit rein. Und wahrscheinlich noch ein Robo. Oder können wir direkt aufwerten, sehr gut. Das ist geil. Nee, ich schicke nicht die Schnecke mit rein. Das machen wir nicht. Goldener Nimbus, Mega Laser. Da war noch mal 4 Piepen gekriegt. Oh, oh, 115. Na, gewonnen haben wir noch nicht. Noch nicht. Ja, wir müssen ein bisschen was aufbauen noch. Weiß nicht, ob der Tino hier was bringt. Die haben jedenfalls auch das dunkle Ritual genommen. Zumindest einer. Komplette King-Aufwertung, weil sie das dunkle Ritual genommen haben wegen den Piepen. Wir müssen auch langsam mal ein paar mehr Rocker aufbauen. Aber fast des Todes. Es geht hier noch ab, nicht viel. Teure Einheit sind das hier. Mega viele von den Teilen.
dem auch Fähigkeitsschaden. Die Bananenbäume. Muss man gut im Auge behalten. So, wir gucken mal. Magischer Schaden muss mit rein. So, den bauen wir auf. Wir bauen hier mal einen auf. Magischen Schaden mit dazu. Ich schicke keine Schnecken rein. Er holt die nur mehr von diesen scheiß Krabben. Stalkballer und übelst diese Crab Lords. Jawohl, mega Geld für mich. Mega Geld für mich. Oh, das zieht ihn ordentlich ab. Aber ob das reicht? Nee, gerade so nicht. Okay, jetzt müssen wir aber verteidigen. Das heißt, ich baue den hier auf. Ganz wichtig. Upgrade. Upgrade. Weil wir die Arkane Verteidigung 100%ig brauchen. Das steht fest. Magischer Schaden ist dabei. Dich könnten wir noch einhauen. Zack. 320. Das könnte ich halten. Er hat 600 gekriegt. Das sieht übel aus. Jawohl. Und der jetzt noch verkackt, ist vorbei. Oh, sieht nicht so aus. Ich halte aber auch ganz gut. Oh, noch mehr Worker. So ein Ding ist das. Und das war's. Super. Victory. Das hat echt gut funktioniert. Sehr schön. So wollte ich das sehen. Ich brauche mal wieder einen Sieg. Das war's für heute mit Valor Legion. Schaut auch gerne bei den anderen Videos vorbei. Zum Beispiel hier, da habe ich die Elemente Legion gespielt. Lasst gerne ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.